Vollalarm, der Feuerwehrmagazin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 8. Episode von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin Podcast. Auch heute sind wieder Redakteur Olaf Preuschow und Chefredakteur Jan-Erik Hegemann, das bin ich, am Mikrofon. Diesmal geht es um den Brand der Pallas. Am 25. Oktober 1998 brach auf dem Holzfrachter einer italienischen Reederei ein Brand aus. Das Schiff mit dem Heimathafen Nassau auf den Bahamas befand sich auf dem Weg von Schweden nach Marokko. Etwa 20 Seemeilen vor der dänischen Küste bemerkte die Besatzung den Brandrauch. Der Kapitän verständigte die dänische Küstenwache und die Seenotrettung in Aarhus. Auch das Mehrzweckschiff des Bundes Mellum lief zum Havaristen. Ein Schleppversuch scheiterte allerdings. So driftete die Pallas in das Seegebiet vor der schleswig-holsteinischen Küste. Eine Serie von Pannen, Fehleinschätzungen und Versäumnissen führte letztlich dazu, dass die Pallas 4 Tage später auf Grund lief, mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Erst nach 4 Wochen war der Brand endgültig gelöscht. Die später festgestellten Unzulänglichkeiten bei der Koordination der Sicherheitsmaßnahmen führten zur Gründung des Havariekommandos in Cuxhaven. Wir sprechen heute mit 2 Gästen, die damals bei dem Einsatz dabei waren. Herzlich willkommen Michael Schriefer, herzlich willkommen Jens Rauterberg. Michael und Jens, mögt ihr euch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen? Michael, du vielleicht zuerst? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Schriefer. Ich arbeite seit 1992 bei der Feuerwehr in Cuxhaven. Nach meiner Ausbildung als Feuerwehrmann und auch im Rettungsdienst habe ich über die Jahre hier bei der Feuerwehr noch zusätzliche Aufgaben übernommen. So gehöre ich zum Leitstellenpersonal und bin mit anderen Kollegen auch für die Aus- und Fortbildung im Bereich Schiffsbrandbekämpfung und Höhenrettung tätig. Auf meiner Wachabteilung bin ich der stellvertretende Wachabteilungsführer. Jens, und du? Ja, mein Name ist Jens Rauterberg. Ich bin Diplom-Ingenieur für Betriebs- und Versorgungstechnik in dem Bereich der Schadstoffunfallbekämpfung Küste schon sehr lange tätig, seit 1991. Die damaligen Vorgängerorganisationen und auch jetzt das Havariekommando ist ja schon eine bisschen besondere Einrichtung, da wir für den Bund und die 5 Küstenländer zusammen tätig sind, um eben Zuständigkeiten zu überbrücken. Und so haben wir in unserem Fachbereich 3 hier, den ich leite, der heißt Schadstoffunfallbekämpfung Küste, die Arbeit für die 5 Küstenländer zu erledigen. Wir beschaffen hier die ganzen kleineren Ölwehrschiffe, die ganzen Geräte für die Ölunfallbekämpfung an Ufern und Stränden mit dem THW und der Feuerwehr zusammen. Wir bereiten für unsere Ministerien die ganzen Konzepte vor, machen die Haushaltsplanung und gehen dann eben auch in die Ausschreibung von hier aus und kaufen auch die Geräte und Schiffe direkt aus unserem Fachbereich heraus. Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Dann starten wir doch gleich mal direkt in das Thema. Michael, wenn du beginnen magst, welche Funktionen hattet ihr damals bei dem Einsatz an der Pallas? Also wir waren eingesetzt, wir waren ein Team von 6 Mann. Und ich war da als ganz normal Feuerwehrmann eingesetzt. Wir hatten Führungspersonal dabei, also auch unser Chef, der damalige Leiter der Feuerwehr, Thomas Gillard, war mit unterwegs zur Pallas. Und dann eben auch Leute, ich sag einfach mal, die arbeiten sollen. Einer muss leiten und es müssen ja auch welche arbeiten. So wurde ich eingesetzt damals. Ja, und Jens, wie war das bei dir? Damals war die Situation ja noch ein bisschen andere als heute mit dem Havariekommando, so dass ich eigentlich erst am 30. Oktober mit dem Fall wirklich in Berührung kam. Denn die Notschleppversuche vorher wurden von dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt koordiniert. Und wir als Sonderstelle des Bundes und Sonderstelle der Küstenländer Öl- und Felsiküste waren tatsächlich nur für die Schadstoffunfallbekämpfung zuständig. Und das ist ja erst nach Strandung und Bruch des Wracks mit dem Ölaustritt passiert, dass wir dann hier in Cuxhaven mit dieser Einsatzleitgruppe zusammengetreten sind. Und dann aber auch komplett die ganze Ölbekämpfung, die Abbergung des Öls von der Pallas bis hinten nachher zum Ende Nachsorge und Versiegeln begleitet haben von hier aus dann in Cuxhaven. Könnt ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz den Ablauf der Katastrophe im Oktober 1998 skizzieren? Michael, magst du da beginnen? Aus den Medien hatten wir schon gehört, dass dort draußen was passiert war.
Das hat man also so schon mitbekommen und wurde hier auch schon diskutiert und besprochen. Als wir unseren Dienst dann aufgenommen haben am 26.10., haben wir ganz normal unsere Ausbildung gemacht und auch die Arbeiten in den Werkstätten durchgeführt. Und um circa 14.30 Uhr kam dann eine Durchsage, dass die Arbeiten in den Werkstätten eingestellt werden soll und alle Kollegen sich an der Leitstelle treffen würden zu einer Besprechung. Unser damaliger Leiter Thomas Gillert hat uns dann informiert, dass wir alarmiert wurden und zur brennenden Pallas ausrücken sollen und dass es sich vermutlich um einen mehrtägigen Einsatz handeln würde. So wurde das Ganze angekündigt hier für uns. Wir haben dann uns ein paar Sachen zusammengepackt, weil wir für diesen Fall gar nicht richtig vorbereitet waren und sind dann von einem Hubschrauber aufgenommen worden. Und das war schon eine neue Situation für uns und sind dann dem Schiff entgegengeflogen. Wie gesagt, wir starteten mit 6 Einsatzkräften und dabei hatten wir auch unseren Chef, Thomas Gillert. Als wir nach circa 45 Minuten angekommen sind an dem brennenden Schiff, sind wir dann erstmal um die Pallas herumgeflogen. Das war noch so ein beeindruckendes Ereignis. Wir haben uns das erstmal von oben angeguckt. Das ist heute gang und gäbe, das so zu tun. Aber wir sind damals schon drumherum geflogen, haben geguckt, was ist da überhaupt los. Und der anfängliche Plan, direkt auf die Pallas abgewünscht zu werden, wurde schon beim Anblick der Einsatzstelle verworfen. Also wir hatten viel Feuerrauch, ein rollendes Schiff, keine sichere Plattform für Einsatzkräfte. Unser ganzes Team wurde dann auf die Neuwerk abgesetzt. Das Schiff lag in der Nähe der Einsatzstelle und dort sind wir erstmal runtergegangen und der Chef und ein weiterer Kollege sind dann zur Brücke und haben sich dann nochmal über die aktuelle Lage informiert und haben sich dort einweisen lassen. So startete das Ganze. Ja, als ihr dann runtergegangen seid, wie lange war da schon der Seenotfall bekannt? Also wie gesagt, als ich morgens zur Arbeit gefahren bin, war das ja schon in den Medien. Also damals war Medien ja Radio, muss man ja auch nochmal sagen. Da haben wir das schon gehört und wir haben jetzt nicht genau gewusst, wann das Ganze losging. Das wussten wir jetzt nicht. Wir wussten nur, da draußen ist was. Und für diesen Fall hatten wir ja schon Jahre trainiert und waren dann, ja, eigentlich so weit, dass wir sagen wollten, ne, Mensch, warum fahren wir nicht los? Aber hier war erstmal ein ganz normaler Start des Tages. Genau, die Alarmierung erfolgte ja dann relativ spät. Ihr wusstet ja aus dem Radio ja schon viel früher, dass da was passiert ist. Wer hat euch überhaupt alarmiert? Also erstmal kann die Feuerwehr sich ja nicht selbst in den Einsatz versetzen, sondern man wird ja angefordert. Damals gab es ja noch das MLZ, das Lagezentrum, was dann immer Chef war für das Ganze und auch die Einsatzkräfte angefordert hat. Und darauf muss man warten. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, da draußen brennt was, dafür habe ich trainiert, jetzt muss ich los. Also das wird an anderer Stelle entschieden. Wir müssen dann bloß so weit sein, wenn die Anfrage kommt. Und was passierte dann, als ihr jetzt an Bord der Neuwerk wart? Als wir an Bord der Neuwerk waren, wurde dann unser Chef erstmal in die Lage eingewiesen. Es war schnell klar, man konnte nicht mehr auf die Pallas gelangen. Das Feuer war schon so groß und heiß und hat da so gewütet, dass es einfach keine sichere Plattform war für uns. Und man muss ja auch sehen, wir sind keine Seeleute, sondern wir sind Feuerwehrleute. Und wenn wir auf ein Schiff kommen, muss man uns schon ziemlich genau den Punkt nennen. Die Ausbildung, die wir genießen, ist gut. Auch Schiffskunde gehört dazu. Bloß Schiffe sind groß. Alle sind irgendwie anders. Und wenn man sich da nicht auskennt, ist das super gefährlich. Es wurde dann also gesagt, es ist nicht möglich, dass wir da rauf können, weil das einfach unsicher ist für uns. Und unsere Aufgabe war dann erstmal das Personal der Neuwerk zu unterstützen und mit Monitoren die Außenhaut der Pallas zu kühlen. Du hattest gerade das MLZ erwähnt. Mhm. Kannst du sagen, wofür die Abkürzung steht? Einmal kurz dazwischen. Damals hieß das noch ZMK, Zentraler Meldekopf. Okay. MLZ wurde es erst als Havariekommando gegründet. Ja. Okay.
Also das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das war so, es ist schon so lange her, das habe ich jetzt vielleicht vertauscht, das genau. Ganze. Hast du aber vollkommen recht. Und wofür stand ZMK dann? Zentraler Meldekopf, der war angesiedelt damals beim Wasser- und Schifffahrtsamt und galt als zentrale Meldestelle für alle Schadensereignisse auf der Nord- und Ostsee. Das, was jetzt das MLZ als Teil des Havariekommandos dann auch so fortführt. War 24 Stunden, 365 Tage besetzt, also immer ansprechbar, sodass Meldungen dort immer eingehen konnten und dann eben auch an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden konnten. Michael, ich hätte noch eine Frage an dich. Ja. Wo befand sich die Einsatzstelle oder sagen wir besser der Havarist zu diesem Zeitpunkt, als ihr da eingetroffen seid? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war uns gar nicht so richtig bewusst. Wir sind in den Hubschrauber gestiegen. Wir hatten Regen, Wind und Sturm. Wir sind da rausgeflogen, eigentlich ins Nichts. Im Nachhinein waren natürlich die Positionen bekannt gegeben. Aber als wir losgeflogen sind oder auch als wir geflogen sind, konnten wir nicht feststellen, wo wir sind. Wir waren dann irgendwann an der Einsatzstelle. Es waren Schiffe dort. Einmal das Brennende und einmal dann zum Beispiel ja auch die Neuwerk. Und das war für uns dann die Plattform. Und ob ich nun vor Sylt bin oder vor Helgoland oder wie auch immer, das war uns in dem Fall dann ja auch egal. Jens, kannst du uns bitte den Hergang des Einsatzes aus deiner Perspektive schildern? Wie wurdest du alarmiert und wann war das? Bis ich wirklich tätig wurde, das hat tatsächlich ein paar Tage gedauert. Das Ganze fing ja am 25.10. mit dem Seenotfall an. Das Schiff war da, glaube ich, noch in dänischen Gewässern sogar. Und quer ab von Esbjerg, die Dänen konnten damals keine Assistenzfahrzeuge zur Verfügung stellen, um das Schiff dort einzuschleppen oder zu löschen. Deswegen ist das Schiff weiter vertrieben Richtung deutsche Grenze. Es gab dann den Abbergeeinsatz, um die Besatzung von Bord zu holen. Man muss sich vorstellen, das Schiff war mit Holz beladen im Schiff, also Schnittholz unter den Lukendeckeln. Und auf den Lukendeckeln lagen rohe Balken, die mit Ketten vertreut waren. Die standen lichterloh in Flammen. Das heißt, wie Michael das schon sagte, das Schiff war absolut keine sichere Plattform mehr, auch für die Besatzung. Der ganze Rauch mit dem Wind trieb natürlich in die Aufbauten. Das heißt, es war auch wirklich dann irgendwann höchste Not, dass die Besatzung von Bord kam. 16 Menschen waren da an Bord, die wurden mit dem Helikopter abgeborgen, sodass das Schiff dann eben auch steuerlos trieb. Und am 26. ist es dann relativ schnell gelungen, mit der Mellum eine Leinenverbindung herzustellen, allerdings nur mit einer Kunststoffleine. Aber es sah eigentlich erst ganz gut aus. Es wurde zwar mal mehr Wind und Sturm, 16 Stunden konnte das Schiff auch Richtung Helgoland geschleppt werden. Man wollte dann weg von der Küste, irgendwo unter Inselschutz, dass man sich dort auch den Windschatten dann und Wellenschatten legen kann. Aber die Leine ist dann leider nach 16 Stunden gerissen und das Wetter wurde immer schlechter. Wir hatten dann irgendwann schon 9 Meter hohe Wellen und es wurde immer schwieriger, eine neue Verbindung daherzustellen. Aber dann hat sich von der Neuwerk ein Besatzungsmitglied bereit erklärt, sich abwinschen zu lassen auf der Pallas. Das hat auch geklappt und der hat dann vorne, trotz des brennenden Schiffes, ist er da an Bord gegangen, hat den Anker fallen lassen und das Schiff lag dann auch erstmal vor Anker. Dann wurde vor Ort, die Ozeanik war, glaube ich, mittlerweile dann auch eingetroffen, wurde entschieden, weil man schon doch sehr nah an der 10 Meter Tiefenlinie war. Das darf man auch mal nicht vergessen. Das war schon auch alles recht tricky. So eine Ozeanik, die hatte damals schon einen Tiefgang von fast 8 Metern. An der 10 Meter Tiefenlinie mit Wellengang von solchen Höhen, da muss man aufpassen, dass man selber nicht auf Grund geht. Und deswegen wurde dann wieder zur Mellum, die nur 5 Meter Tiefgang hat, eine Stahltrossenverbindung hergestellt. Dann hat man die Ankerkette getrennt und hat wieder versucht, das Schiff abzuschleppen Richtung Helgoland. Das hat aber nicht lange gehalten. Nach leider einer halben Stunde ist das dann schon wieder gebrochen, die Trosse. Und aufgrund des starken Seegangs war es auch nicht möglich, nochmal wieder eine Leinenverbindung herzustellen. Der zweite Anker wurde geworfen, der hat allerdings nicht mehr gehalten, sodass das Schiff dann mit dem starken Seegang mit den westlichen Winden Richtung Amrum vertrieben ist. Ja, und dann konnte man eigentlich nur noch zugucken, wie es dann, ich muss mal eben gucken, wann es denn morgens aufgelaufen ist. Ach, da war es eben zu spät. An der 5 Meter Tieflinie war dann irgendwann Ende und die Pallas lag dann an Grund. Michael hatte ja gerade schon geschildert, dass die Feuerwehr anfangs nicht alarmiert worden ist. Wer ist denn stattdessen zu dem Havaristen geschickt worden und warum? Die Situation war ja erstmal so, dass natürlich der Seenotfall abgearbeitet werden muss, die Besatzung musste gerettet, geborgen werden. Und dann waren ja die Mehrzweckschiffe Neuwerk und Mellum relativ zügig vor Ort. Bei dem offenen Feuer an Deck war es letztlich auch nur möglich, von außen zu löschen.
Aber da wir als Ölbekämpfer in der Phase noch gar nicht eingebunden waren, lief das alles nachher über das Wasser- und Schifffahrtsamt, diese ersten Maßnahmen, die da veranlasst wurden. Man hätte, wie Michael aber auch schon gesagt hat, tatsächlich da nicht an Bord gehen können. Man hätte ja auch gar keine Geräte rüberbekommen, um dort wirklich den Brand dann zu löschen. Brand eines Holzfrachters klingt ja erst einmal nicht dramatisch. Weißt du noch, was du damals bei der Alarmierung oder als du von dem Fall gehört hast, gedacht hast? Also das ist so nicht ganz richtig. Also dass das nicht dramatisch klingt, da würde ich jetzt gar nicht so mitgehen. Also ein Feuer auf einem Schiff ist alleine schon dramatisch. Aus heutiger Sicht sowieso. Wir sind ja alle ein bisschen schlauer geworden. Aber auch damals war es schon so, dass wir durchaus einschätzen konnten, dass das, was wir jetzt machen wollten und sollten, eine brandgefährliche Aufgabe ist. Egal, ob es ein Holzfrachter ist oder irgendetwas anderes. Wir fahren da raus auf die Nordsee. Wir haben keine feste Plattform, wo wir mal eben rüberspringen können, sondern Schiffe in der Nähe, die auch einen Moment brauchen, um einen da rauszuholen, wenn es zu einem Notfall kommt. Alles ist anders wie an Land. Also das wurde jetzt nicht auf die leichte Schulter genommen. Und auch wenn ich am Anfang gesagt habe, wir haben uns gefreut, dass wir das, was wir Jahre trainiert haben, anwenden können, ist es trotzdem eine Sache, wo man unheimlich Respekt vor hatte und immer noch hat. Was waren deine persönlichen Aufgaben zu Anfang des Einsatzes? Also am Anfang mussten wir uns an Bord der Neuwerk ja erstmal sortieren. Wir mussten erstmal gucken, was haben wir eigentlich? Denn wir sind losgeflogen, nur mit dem, was wir am Körper getragen haben. Also wir hatten kein Material mit. Es wurde gesagt, dass wir Material von der Neuwerk nutzen können. Also auf dem Schiff ist auch Material zum Feuerlöschen vorhanden. Oder wenn wir an Bord der Pallas gegangen wären, was ja anfänglich auch ein Plan war, hätten wir bordeigene Löschmittel nutzen sollen. So war das eigentlich mal ausgemacht am Anfang. Was genau war denn an Bord der Neuwerk zum Beispiel vorhanden an Löschmaterial für unsere, ich sag mal, Landratten, die das jetzt nicht genauso gut kennen, das Schiff? Also die Neuwerk ist ein hervorragend ausgestattetes Schiff. Wir finden Schläuche, wir haben dort Atemschutzgeräte, wir haben alles, was wir für einen Brandangriff brauchen. Sogar ein Lazarett ist dort an Bord, also wir können da auch Leute versorgen. Feuerwehrleute sind ja auch in den meisten Fällen jedenfalls damals Sanitäter oder Assistenten, heute Notfallsanitäter. Also es ist auch so, dass wir dort tätig werden können und die Besatzung selber hat auch ausgebildetes Personal. Also das Schiff ist schon rundherum eine tolle Sache, von der man, wenn das alles geplant ist, hervorragend arbeiten kann. In einem Normalfall, will ich das mal nennen, haben wir ja auch immer geübt im Vorwege, dass wir unser ganzes Material noch mitbringen. Es gibt also an verschiedenen Standorten an der Küste sogenannte Container, also Schiffsbrandcontainer, wo verschiedenste Sachen gelagert werden, Strahlrohre, Schläuche, Atemschutzgeräte, alles, was wir brauchen können. Und das Schiff ist in der Lage, diesen Container aufzunehmen und sicher zu verwahren. Nun hatten wir das aber ja nicht, weil wir nicht von Anfang an mitgefahren sind, sondern wir sind geflogen. Und dann ist das Material etwas weniger, was wir da zur Verfügung haben. Aber es gibt was. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Feuer auf Schiff, das ist schon brandgefährlich. Kannst du noch so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was so die besonderen Herausforderungen bei diesem Brand waren? Also ein Schiff selbst, was in einem Vollbrand steht, und das war mit der Pallas so, als wir da angekommen sind, ist einfach keine sichere Plattform. Wenn man vergleichbar einen Einsatz hatten wir vor 2 Jahren in Bremerhaven. Ich weiß jetzt zwar den Namen des Schiffes nicht, das war auch ein Holzfrachter und der lag an Land. Da war die Sache ganz anders. Wir konnten raufgehen und wir konnten auch wieder runtergehen. Und wenn es Schwierigkeiten gab, ob wir nun im Rauch standen oder es irgendwelche anderen Sachen gab, man kann diese Plattform verlassen. Das geht auf See nicht so einfach. Man braucht immer Hilfe, die in der Nähe sein muss. Dafür wird auch gesorgt.
Aber das geht nicht innerhalb von Minuten, sondern das dauert dann einfach seine Zeit, bis ein Schiff längsseits geht und dich aufnehmen kann. Das ist nicht mal eben ganz schnell gemacht. Dann ist ein Schiff immer ein sehr enges Gefährt. Die Flure sind jetzt nicht so breit wie in Häusern. Es ist sehr verwinkelt. Jeder Platz wird dort ausgenutzt. Wenn man irgendwo reingeht, ist es schon schwer, sich da dort zurechtzufinden. Wenn man keine Pläne hat, keinen Guide hat, keinen, der einem das vernünftig erklären kann, dann ist das schon sehr gefährlich. Schiffsbrände werden trainiert. Wir fahren heute, müssen wir einmal im Jahr nach Schleswig-Holstein. Da gibt es ein Schiff, wo man sowas trainieren kann. Das ist eine schwere Aufgabe und ein bisschen Rauch macht schon alles ganz anders. Also ich kann mir ein Schiff angucken im Hellen, dann ist alles einleuchtend und dann gebe ich da ein bisschen Rauch rein und keiner weiß mehr, wo er ist. Das macht diese ganze Sache sehr gefährlich. Ja, zumal ihr ja auch zu Anfang gar keine Möglichkeit mehr hattet, an Bord zu gehen. Das würde ja wahrscheinlich auch erklären, warum die Brandbekämpfung dann wirklich geschlagene 4 Wochen gedauert hat, oder? Ja, also man muss ja davon ausgehen, bei einem brennenden Schiff und so wie das da aussah, geht man von bis zu 1000 Grad Temperatur aus, wenn wir da so ankommen. Wären wir da an Bord gegangen damals, dann wären uns die Schuhsohlen geschmolzen in den Bereichen, wo wir hätten arbeiten sollen oder müssen. Ab einem gewissen Punkt ist das Löschen einfach nicht mehr möglich und man kann das nur noch aus der Ferne machen, so wie es dann ja auch durchgeführt wurde. Die Chance selber für einen Löschangriff an Bord, so wie man sich das jetzt vorstellen würde, wurde einfach verpasst. Das hätte viel früher passieren müssen. Warum auch immer ist das so nicht gewesen. Wer ist denn außer euch noch zum Einsatz gekommen über diesen Zeitraum zur Brandbekämpfung? Also wir waren ja als Team an Bord der Neuwerk. Es wurde kein weiteres Personal nachgeführt. Wir kommen ja im weiteren Verlauf sicherlich nochmal dazu, wie es dann weiterging. Denn die Neuwerk hatte einen Schaden genommen während der Schlepparbeiten. Und wir sind in der Nacht noch zurückgefahren nach Helgoland. Und am nächsten Tag kam Personal aus Cuxhaven mit einem Rettungskreuzer, die wurden nochmal nachgeschickt. Das war nochmal ein Stamm von 10 Mann, die dann kamen. Ein ganz großer Punkt, weil ich gerade diese Leute hatte. Ich habe ja gesagt, wir waren 6 Mann. Das habe ich mir hier mal ganz groß auf meinen Zettel geschrieben. Wir waren 6 Mann und wir sind rausgeflogen und wir hatten Sturm draußen. Das war jetzt keine glatte See. Von diesen 6 Mann sind nach kurzer Zeit 2 Mann seekrank geworden. Die konnten wir nicht mehr einsetzen. Das hat unser Team natürlich sehr geschmälert und wären wir zu einem Einsatz gekommen und hätten es tatsächlich nochmal versucht oder wären dann nochmal rübergegangen auf die Pallas, hätten wir schon von der Neuwerk vielleicht Personal mitnehmen müssen, die auch ausgebildet sind, aber da hätte es schon ein Mischteam gegeben. Und zum Zweiten, die 10 Mann, die am nächsten Tag mit dem Rettungskreuzer nachgeführt wurden, davon sind nur noch 5 übergeblieben, weil die durch den Sturm getobt sind mit diesem kleinen Schiff. So ein Rettungskreuzer ist ja auch nicht so ganz groß. Und man konnte sie mal sehen, dann waren sie eine ganze Zeit weg in einem Wellental verschwunden und dann schossen sie oben wieder raus. Und als sie im Hafen eingelaufen sind auf Helgoland, da war die Hälfte an Leuten kaputt, seekrank. Also hat das Wetter schon eine ziemlich große Rolle während des Einsatzes gespielt und eure Arbeit dann doch? Ja, so kann man das sagen, auf jeden Fall. Wie wart ihr damals eigentlich auf solche Lagen vorbereitet? Also, da muss man ja schon ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben Ende der 80er Jahre gab es hier einen Wechsel in der Führung und es kam unser Chef Thomas Gillert hier in Cuxhaven. Und dann wurde die Schiffsbrandbekämpfung hier vorangetrieben. Es wurden Leute eingestellt. 91, 92 wurden hier in Cuxhaven 16 Leute eingestellt, darunter auch ich. Nach unserer Ausbildung haben wir uns dann sehr stark mit dem Bereich Schiffsbrand beschäftigt. Wir mussten hier alles oder haben hier alles selber gebaut.
Wir sind alles Handwerker, so wurden Feuerwehrleute früher mal ausgesucht, weil man Handwerker sein oder man musste Handwerker sein, um bei der Feuerwehr zu arbeiten. Das konnte man dann hier nutzen. Wir haben Gitterboxen, die wir bekommen haben, umgearbeitet, damit wir sie problemlos verladen können, egal ob auf ein Schiff oder auf die Neuwerk in einem Container. Das Material darin war sicher transportierbar und alles, was wir gemacht und gebaut haben, haben wir auch beübt. Wir haben ganz viele Übungen gemacht auf See und auch an Land. Also wir haben die Ausbildung sehr stark betrieben und haben alle Dinge wirklich akribisch ausgearbeitet. Aber wenn man dann losfährt, dann ist alles auf einmal wieder anders. Alles, was wir gemacht haben und ausprobiert haben, war immer in Verbindung mit Schiffen. Wir haben immer mit oder an Schiffen gearbeitet, egal ob an Land oder auf See. Und jetzt bei diesem Einsatz, bei der Pallas, war es auf einmal so, wir hatten auf einmal nichts mehr. Wir sind losgeflogen und hatten nur das Material der Pallas. Also die Ausbildung war sehr gut damals. Alle haben sich damit beschäftigt. Alle kannten sich sehr gut aus. Bloß wir hatten es nicht mit, als wir es brauchten. Du hast gerade gesagt, die 10 Mann, die nachgerückt sind, kamen auch alle aus Cuxhaven. Ja. Heute gibt es ja mehrere Feuerwehren, die auf Schiffsbrandbekämpfung spezialisiert sind, so zum Beispiel Wilhelmshaven oder auch Emden. Gab es die damals schon oder wart ihr sozusagen die Vorreiter? Also ich glaube, ich darf das sagen, dass wir so ein bisschen die Vorreiter waren. Hier die Nähe zum jetzt Havariekommando oder damals das Meldezentrum war natürlich immer da und sie wussten, was man hier machen kann. Es gab auch andere, aber es war natürlich schnell hier angerufen. Wir haben natürlich, wir sind eine recht kleine Feuerwehr, wir haben so viel Personal gar nicht vorrätig und haben dann hier so eine Meldekette. Also wir machen dann so eine Telefonkette. Heutzutage gibt es ja Melder. Damals war das noch nicht ganz so weit. Und wir haben schon, als das erste Team rausgefahren oder geflogen ist, das so organisiert, dass hier welche zum Nachrücken an der Wache sind und warten. Damals hatten die Hamburger sich etwas gewundert, dass bei ihnen gar keine Anforderung eingegangen ist. Kannst du da was zu sagen? Nein, dazu kann ich gar nichts sagen. Wie gesagt, wir sind nicht die Einsatzkräfte in den Dienst bringen, sondern wir fahren los, wenn wir gerufen werden. Warum das so war, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Jens, gab es besondere logistische Herausforderungen bei diesem Einsatz? Zum Beispiel hinsichtlich des Transports der Ausrüstung? Ja, das war auf jeden Fall so. Wir haben ja gesehen, die Pallas, als sie aufgelaufen war, hat man ja noch fast eine Woche versucht, sie freizuschleppen. Da war die Decksladung schon abgebrannt, aber unter den Ladeluken das Holz, das war wie so ein Köhlerofen, das qualmte und kokelte immer noch vor sich hin. Und nachdem dann die Pallas irgendwann geknickt ist, das ist ja im Tietebereich aufgelaufen, das heißt, man hat Kolkungen und irgendwann ja hat der Rumpf nachgegeben, dann war ein Freischleppen eben auch nicht mehr möglich. Und dann ging es daran, sich zu überlegen, ja, wie geht's jetzt weiter? Jetzt muss erstmal Material und Leute an Bord, um das Feuer zu löschen. Und dann im nächsten Schritt müsste dann ja irgendwie auch mal die ganze Ölladung vom Bord. Der hatte immerhin über 700 Tonnen Öl als Treibstoff in den Doppelbodentanks geladen. Und das war das erste Problem. Wie geht man darauf? Ja, ein Bergungsunternehmen wurde beauftragt, diese Löscharbeiten vorzunehmen. Die sind da tatsächlich mit Hubschrauber rüber. Unser Bundeswehrhubschrauber damals, der CH-53, hat noch ein Powerpack raufgebracht, dass man eben auch elektrische Energie für die Pumpen hat, dass man die Pumpen überhaupt betreiben kann, Feuerlöschpumpen. Schweißbrenner wurden an Bord gebracht und haben die Berger Löcher in die Luken gebrannt und mit Wasser versucht, dann durch diese Löcher zu löschen. Aber auch das war nicht möglich, das Feuer damit ganz auszukriegen. Und im Weiteren dieses Bergungskonzeptes wurde ja dann eine Hubinsel geordert, die neben das Schiff gestellt wurde, um eben seegangsunabhängig an dem Schiff auch arbeiten zu können. Denn in diesem Rütergat, da ist immer Strömung und Seegang gewesen. Da kann man längsseits sicher gar nicht rangehen an so einen Havaristen, um dann von einer anderen Schiffsplattform aus zu arbeiten. Dann müsste man ständig wieder ablegen, neu anlegen, auf Wetterfenster warten. Und da war das mit der Hubinsel eigentlich die beste Möglichkeit, weiterzumachen. Zusätzlich haben wir die Kiel, die ja in der Ostsee damals lag, auch heute noch liegt, der Feuerlöschkreuzer Kiel, der auch für Brandbekämpfung ausgestattet ist, der wurde hierher geholt.
der hatte einen sehr niedrigen Tiefgang, deswegen konnte er sehr nah ran an die Pallas. Die Neuwerk-Meldung, die kam an diese 5-Meter-Linie, wo der lag, da konnten die gar nicht mehr hinfahren, um von außen zu löschen. Deshalb wurde das Schiff aus der Ostsee geholt. Und die Hubinsel hatte einen großen Kran drauf, da konnte man dann die Lukendeckel anpicken, hochziehen und dann sah man die offenen Flammen immer noch. Das Holz schwamm auf dem Wasser und ist von oben abgebrannt. Ne? Und erst dann war es tatsächlich möglich, dass der Feuerlöschkreuzer mit seinen Feuerlöschmonitoren von oben durch die offenen Lukendeckel das Feuer dann ablöschen konnte. Ja, und so war es dann tatsächlich, bis fast Ende November hat das gedauert, bis dann letztlich man sagen konnte, Feuer aus. Also hat schon lange gedauert. Das zeigt eben auch, wie schwierig im Seebereich solche Aktionen sind, gegenüber im Landbereich, wie Michael das ja auch schon sehr gut beschrieben hat. Ne? Kannst du etwas über die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungskräften, wie zum Beispiel der Küstenwache oder eben der angesprochenen Kiel, berichten? Eine Küstenwache wie bei anderen Ländern, die gab es in Deutschland damals nicht. Es gab einen Koordinierungsverband Küstenwache, wo sich dann Zoll, Bundespolizei, Wasserschutzpolizei, Wasserschifffahrtsverwaltung mehr oder weniger so unter einem Dach gefunden haben. Aber es gab eben keine einheitliche, stringente Führung über diese Behörden. Die Zusammenarbeit, wir hatten ja in der Anfangsphase gar keine Zusammenarbeit, weil wir als Ölbekämpfungsorganisation erst am 30.11., als das Schiff dann quasi aufgelaufen und geknickt war, als dann erst eigentlich Öl ausgetreten ist, sind wir erst aktiv geworden. Das heißt, am Anfang hat es mit uns noch gar keine Zusammenarbeit gegeben. Den Feuerlöschkreuzer Kiel, den haben wir in eigener Zuständigkeit holen können, weil er auch als Ölbekämpfungsschiff unter unserer Einsatzleitung eben auch stand. Wer hatte denn die Gesamteinsatzleitung eigentlich? Nach dem Auflaufen und Brechen des Schiffes hat die ELG, heißt es oder hieß es damals, die Einsatzleitgruppe, zusammen mit den beiden Sonderstellen des Bundes und der Küstenländer hier in Cuxhaven die Einsatzleitung dann übernommen, um das Öl vom Schiff abzubergen und das Wrack so zu sichern, dass von dort kein Öl mehr austreten kann. Das hieß, dass wir dann erstmal die ganzen Ölwerkschiffe hingeschickt haben, die das ausgetretene Öl auf der Wasseroberfläche aufgenommen haben. Teile des Öls sind natürlich auch an Land gekommen. Föhr, Amrum und Sylt waren damals betroffen. Das hat dann dort das staatliche Umweltamt aus Husum, Schleswig, da alles abgearbeitet mit den Bekämpfungseinheiten vom Land aus, mit Feuerwehren und technischem Hilfswerk. Ja, und am Ende des Tages wurden dann über Wochen die Ölmengen abgepumpt. Als die meisten Mengen runter waren, konnte die Hubinsel irgendwann entlassen werden. Dann haben wir noch ein paar Monate lang mit Landungsbooten regelmäßig das Wrack angefahren, um nachlaufendes Öl wieder abzusaugen. Und als diese Mengen dann auch immer geringer wurden, hat man sich entschlossen, das Wrack nochmal zu versiegeln, weil immer wieder doch geringe Mengen aus den Tanks rauskamen. Das wurde dann mit so einem Solidur, das ist so ein Flüssigbeton, wurde dann über Löcher reingebohrt, über so Füllrohre und wurden die ganzen Tankräume alle geflutet mit diesem Beton, sodass man dann einen versiegelten Zustand hatte und eben von dem Wrack dann auch kein Öl mehr ausgetreten ist. Du hast gerade schon gesagt, die Pallas hatte rund 700 Tonnen Schweröl an Bord. Wisst ihr, wie viel da ausgetreten ist? Das kann man immer bei solchen Lagen gar nicht so einfach sagen. Wir haben das mal mit so einer vorsichtigen Statistik versucht. Das kann ich ja mal hier an dieser Stelle zitieren. Das waren ungefähr 755 Tonnen an Bord. Man hat dann überlegt, was an Schiffsverbrauch auf der Fahrt stattfand, was vielleicht verbrannt ist. Das waren so roundabout 290 Tonnen. Abgepumpt vom Schiff selbst mit der Hubinsel haben wir ungefähr 380 Tonnen. Von den Schiffen wurden ungefähr 55 Tonnen dann und ja aufgenommen, auch zusammen mit den Landgeschichten. Das hat man hochgerechnet, was an Sand rausgerechnet, separiert, kam ungefähr so 55 Tonnen an, die aufgenommen wurden, sodass ungefähr 30 Tonnen letztlich im Wrack verblieben sind, die dann durch dieses Solidur dann verschlossen wurden. Warum war das so schwierig, dieses Schweröl abzupumpen aus dem Schiff? Was waren da die Probleme? Das Schiff war natürlich sehr stark brandgeschädigt. Michael hat das ja schon ausgeführt, welche Temperaturen da herrschen. Man muss sich vorstellen, dass die Schiffskräne, der eine ist umgeknickt, der Stahl war gefaltet, das ist wahnsinnig heiß alles geworden. Alles war komplett verzogen, sodass auch Zugänge zu Tanks, Leitungen, Mannlochdeckel, überhaupt Zugänglichkeit zum Doppelboden war ganz schwer. Man hat zuerst versucht, von den Seitentanks reinzukommen. Das ging nicht, deswegen musste auch die ganze Holzladung irgendwann raus, dass man durch die Laderäume selbst dann überhaupt erst an die Doppelbodentanks und immer mit Tauchern, ne? Im Tidebereich immer mit Tauchern, sehr langwierig, sehr schwierig und sehr ölig. Also es war schon auch fürs Bergungsunternehmen eine sehr herausfordernde Tätigkeit da. Aber am Ende ist es doch dann letztlich gelungen, das Öl weitestgehend aus dem Wrack zu entfernen. Welche Folgen hatte dieser Ölaustritt jetzt für die Küste und für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer? Tatsächlich kommt ja, wie man mal so schön sagt, ein Unglück selten allein. Und als das Öl ausgetreten ist, es waren ja gar nicht so große Mengen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es ist immer schlecht, wenn Öl austritt für die Natur.
Aber in diesem Bereich, da war gerade irgendwelche Zugvögel in großen Mengen da, sodass man hochgerechnet hat, dass tatsächlich 10.000 Vögel an der geringen Menge Öl verendet sind. Das ist schon eine gewaltige Anzahl für so eine Menge Schadstoff, sodass man ja sagen muss, auch kleine Mengen können eine große Wirkung haben. Ne? Und das war ein sehr unangenehmer Begleitumstand natürlich auch für den Nationalpark selbst. Ansonsten konnte das Öl ja relativ gut aufgenommen werden. Aber die Tierwelt, die hat es da wirklich sehr stark beeinträchtigt. Nach dem Einsatz, welche Lehren habt ihr dann daraus gezogen oder sind allgemein, welche Lehren sind daraus gezogen worden? Eine ganz banale Lehre war damals, das ist ja schon 25 Jahre her, hatten die Behörden das noch nicht so mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, gerade in der Anfangsphase war die Information der Öffentlichkeit, man kann ruhig sagen, schlecht oder nicht vorhanden. Und das war natürlich für die Öffentlichkeit schon auch ein bedeutendes Ereignis, worüber man ja auch informiert werden will. Und dann kommen eben auch viele Fehlinformationen zustande. Dann, ja, die Presse sucht sich dann Leute, die reden und die sich Informationen bereitstellen. Ich denke mal, das war eine sehr große Lehre, die man daraus gezogen hat. Deswegen hat das Sabrikmon jetzt auch eine eigene Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sodass wir in der Lage sind, auch sofort das, was wir hier tun, zu transportieren. Denn tue was Gutes und berichte davon. Das hat damals nicht stattgefunden. Es haben ja viele wichtige Aktionen stattgefunden, die Abschleppversuche. Und wie schwierig das bei so einem Sturm ist, das hat der Bevölkerung keiner sagen können, weil es keine Öffentlichkeitsarbeit gab. Und das war eigentlich schade, denn es ist nicht alles schiefgelaufen, wie es in der Presse nachher so dargestellt wurde. Nichtsdestotrotz hat es immerhin dazu geführt, dass die Einsatzstrukturen dann gestrafft wurden. Das war ja dann letztlich auch ein positiver Effekt aus dem ganzen Unfall. Gab es eigentlich Momente, die euch besonders beeindruckt haben, sei es durch besonderen Mut oder durch eine ganz tolle Zusammenarbeit oder andere Ereignisse? Also ich hätte da tatsächlich einen Punkt, ich hatte ja schon anfangs gesagt, ich berichte öfter mal so über die Pallas in diesen Lehrgängen und einen Punkt erwähne ich immer wieder. Und zwar ist es Kollegen, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es die Bundespolizei oder der Zoll war, an Bord gekommen, der Pallas, um eine Schleppverbindung herzustellen. Das hat auch ganz gut geklappt, aber sie kamen nicht wieder weg. Das Schiff lag im Sturm und rollte. Es war nicht möglich, sie mit dem Hubschrauber wieder abzuholen. Und es gab nur einen Weg ins Wasser. Und es war Nacht und alles dunkel. Und die sind dann tatsächlich ins Wasser gesprungen und wurden dann aufgenommen von kleinen Booten. Wir reden immer noch von einer Wellenhöhe von, keine Ahnung, Jens, waren das 6 Meter? Ich sage immer 6 bis 8 Meter. Das wurde richtig heftig. Und die sind da reingesprungen. Und unsere Aufgabe war es, mit den großen Scheinwerfern diese Personen zu verfolgen. Denn in der großen dunklen Nordsee sind die weg. Die findet man auch nicht wieder. Und das war für mich ein Punkt, wo ich oft drüber rede. Du hast keine Wahl. Und ich sage das immer, auch in diesen Ausbildungslehrgängen, das ist das Gefährlichste, was wir machen können, wenn wir zu einem Schiffsbrand rausfahren. Ob es nun Spaß genannt wird oder wie auch immer, der gefährlichste Job für uns ist ein Schiffsbrand. Und die Konsequenz kann tatsächlich sein, dass man bei Nacht in ein dunkles Meer springt und hofft, dass ein kleines Schiff kommt und dich aufnimmt. Das habe ich damals so gesehen. Das hat auch alles geklappt. Das ist alles gut gegangen. Aber für mich war das sehr beeindruckend, dass der Mut gefunden wurde, da runterzuspringen in diese tosende See. Ich finde das auch immer noch toll, dass es Menschen gibt, die in so einer gefährlichen Situation bereit sind, auf so einen Havaristen sich abwinschen zu lassen. Auch diese erste Notankeraktion, er ist da ganz alleine an Bord gegangen, hat den Anker geschmissen. Und bei dem zweiten, da hatte er, glaube ich, Unterstützung noch von 3, 4 Leuten. Und wie gesagt, wie Michael erzählt, die muss dann von Bord springen. Da kann man wirklich nur sagen, Hochachtung von dem Einsatzwillen und dem Mut, den die Leute da bewiesen haben, diese Situation irgendwie zu retten. Das Zweite, was mich beeindruckt hat, war wirklich, was Feuer anrichten kann. Diese verbogenen Stahlaufbauten, das geknickte Schiff. Als die Berger drauf waren und die Löcher da reingeschnitten haben, da haben sie Spiegeleier gebraten auf Deck, weil das alles so heiß war. Das war schon so, diese Brandbegleiterscheinungen waren für mich neu, so damals in meinem Berufsleben. Das hat mich schon auch sehr beeindruckt, was Feuer anrichten kann und wie gefährlich das eigentlich ist, gerade auf See. Was wurde eigentlich aus der Crew der Pallas? Konnten die alle rechtzeitig den Frachter verlassen? Die Pallas hatte 16 Mann Besatzung. Und aufgrund des starken Brandereignisses hat der Kapitän relativ zeitig auch entschieden, das Schiff zu verlassen. Die meisten Besatzungsmitglieder wurden mit dem Hubschrauber abgeborgen.
Ich weiß nicht, wie viele ins Wasser gesprungen sind, aber eine Person ist auf jeden Fall beim Sprung ins Wasser auch verstorben. Vermutliche Todesursache war Herzinfarkt aufgrund vielleicht Stress, Wetter. Das kann man im Nachhinein ja immer nicht mehr so genau sagen. Was dann danach aus der Besatzung geworden ist, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Aber ich nehme an, die werden an Land gebracht worden sein und dann zurück nach Hause zu ihren Familien dann gebracht worden sein. Ne? Gab es Aspekte dieses Einsatzes, die sich von den Bränden, an denen ihr beteiligt wart, unterschieden haben, Michael? Also See und Land ist ein riesiger Unterschied. Natürlich gibt es da immer wieder Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Also ein Punkt, und da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, gibt es Lehren nach diesem Einsatz. Es wurde ja die ganze Ausbildung und auch die Verbringung zu den heutigen Einsätzen alles geändert. Also früher war es so, dass wir alle auf ein Schiff steigen und wir fahren dahin, wo das brennende Schiff sich gerade befindet. Heute hat die Ausbildung und Verbringung sich geändert dahingehend, dass man jetzt tatsächlich als erstes Team rausfliegt, dass da 6 speziell ausgebildete Kollegen, darunter auch ein Arzt, in diesem ersten Team sind und dort draußen erste Hilfe leisten kann, das Auge für das heutige Havariekommando ist, also dort auch gleich vor Ort ist. Die Kollegen, die da für zuständig sind, sind geschult in Schiffsbrandbekämpfung, sind Höhenretter und Notfallsanitäter. Also sie können verschiedene Bereiche auch abdecken, wenn sie da draußen kommen. Man kann gleich ein breites Band an Hilfe bieten. Und das Material, was wir mitnehmen können, sind speziell Hubschrauberboxen. Da ist spezielles Material verlastet für zum Beispiel Feuermann, technische Rettung. Also je nachdem, wie das Einsatzstichwort ist, kann man dort die Taschen mitnehmen und kann per Hubschrauber verbracht werden. Also kleines, schnelles Team, relativ gut ausgebildet mit gutem Material. Und weitere Einsatzkräfte werden dann nachgeführt. Auch das ist ja eine Konsequenz des Ganzen. Man hat das damals versäumt, schnell zu sein. Zum einen, um an Bord der Pallas nochmal tätig werden zu können. Und auch das Material, das fehlende Material ist ein Punkt gewesen. Ich gehe davon aus, dass das über Jahre gewachsene Gebilde, was jetzt da entstanden ist, auch ein Teil des Pallas-Resümee ist, dass man das daraus gezogen hat. Habe ich das denn richtig verstanden, dass das sozusagen euer erster Brand auf See gewesen ist damals? Also für uns war das der erste große auf See, genau, die Pallas. Das war so praktisch der Startschuss. Es gab hier im Hafengebiet einige Feuer in Docks oder auch an der Kaimauer. Aber direkt draußen war das unser erstes großes Feuer. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen würden sicher gerne wissen, wie der Vorfall damals bei der Feuerwehr-Community aufgenommen wurde. Jens, du hattest ja schon Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. Welche Reaktionen habt ihr mitbekommen? Zur Feuerwehr-Community kann ich natürlich nur bedingt was sagen. Da kann Michael gleich mal einhaken. Aber generell war das für mich damals, ich war ja auch noch ein junger Ingenieur, schon sehr frustrierend, wie die Öffentlichkeit damit umgegangen ist, weil sie eben nicht gut informiert war, ist vieles eben sehr schlecht geredet worden. Und wenn man dann im Einsatz selber sein Bestes gegeben hat, über Wochen, teilweise ja Monate am Ende natürlich, das ist ja 3/4 Jahr gedauert, bis der Fall für uns abgeschlossen war hier. Das war so ein bisschen eine unangenehme Begleiterscheinung. Und da sind wir deutlich besser geworden, das muss ich wirklich so sagen. Wir nehmen die Presse jetzt zu Übungen mit, wir zeigen, was wir können, was wir machen, ist unheimlich wichtig. Und das Feedback ist auch wirklich gut dann von der Presse, wenn man nicht zeigt, was man nicht kann, sondern zeigt, was man kann und das wirklich auch gut darstellt und die Leute eben auch teilhaben lässt mit Bildern an dem, was wir da machen. Und das würde ich heute so zum Glück wohl nicht mehr erleben, dieses negative Presseecho. Hat damals ja auch dazu geführt, dass ein Umweltminister gehen musste, der Rainer Steenblock in Schleswig-Holstein, hat dieses Presseecho auch nicht vertragen können, weil er dann auch nicht Rede und Antwort stehen konnte. Aber es ist viel bewegt worden seitdem und da können wir vielleicht ja auch gleich nochmal drauf kommen. Michael, wie ist das bei dir damals angekommen? Also auch wir müssen sagen, so insgesamt, die Berichterstattung war ja sehr, ich will jetzt nicht sagen einseitig, aber schon ziemlich eingeschränkt und daher auch
wurde mehr darüber gesprochen, dass es nicht geschafft wurde, dieses Schiff zu löschen, dass es nicht geschafft wurde, dieses Schiff zu halten, dass es die Ölverschmutzung gab und so weiter. Hier in unserem Bereich war immer bekannt, dass wir uns damit beschäftigen. Gerade hier, hatte ich ja anfangs erwähnt, wurden Leute eingestellt, die sich mit Schiffsbrandbekämpfung auskennen sollten, die extra dafür eingestellt wurden, gut vorbereitet sind durch ständige Übungen, was ja auch immer aufgegriffen wurde von der örtlichen Zeitung. Jetzt wurde gesagt, wir sind da rausgefahren und das Ergebnis war bekannt. Dann hat man schon mal gehört, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Warum seid ihr denn da rausgefahren? Ihr habt das immer trainiert und jetzt hat es nicht geklappt. Also die Berichterstattung selbst fand ich damals, und darüber haben wir uns auch oft unterhalten, etwas einseitig negativ. Man muss aber auch sagen, dass das in der heutigen Zeit alles einfacher ist. Es gibt heute ganz andere Formen der Medien, die genutzt werden. Und da kommt viel mehr zum Vorschein. Wenn ich mich recht erinnere, war damals ein Hubschrauber von RTL da draußen. An den könnte ich mich, glaube ich, noch erinnern. Ansonsten habe ich von irgendwelchen Presseleuten überhaupt gar nichts gehört. Die wurden gefüttert von wilden Aussagen irgendwelcher Personen, die dort in irgendeiner Form beteiligt waren, aber vielleicht gar nicht wussten, worüber sie da eigentlich Auskunft geben. Normalerweise ist es ja so, wenn eine solche Havarie passiert, gibt es eine offizielle Untersuchung. War das hier bei der Pallas auch der Fall? Und welche Erkenntnisse und Empfehlungen hat diese Untersuchung, so sie denn stattgefunden hat, zum Schluss ergeben? Es hat eine sehr umfangreiche Untersuchung gegeben, die sogenannte Grobecker-Kommission von dem damaligen Senator Klaus Grobecker geleitet, hat in sehr vielen Teilprojektgruppen über alle beteiligten Ressorts in den Ministerien und der Vorortbehörden sehr viele Empfehlungen in Arbeitsgruppen ausgesprochen, die auch weitestgehend tatsächlich umgesetzt wurden. Eine dieser Empfehlungen war, dass man die ganze maritime Schadensbekämpfung in einem Havariekommando bündelt. Und das wurde dann auch umgesetzt, so dass wir jetzt in der glücklichen Lage sind, dass wir sofort, wenn hier eine Meldung eingeht, uns unten im Stabsraum zusammensetzen und alle nötigen Einsatzmaßnahmen sofort veranlassen. Da gibt es dann kein Zuständigkeits-Hickhack mehr, sondern eine ganz klare Sache. Alle Behörden müssen die Aufträge, die das Havariekommando in einer komplexen Schadenslage in der Stabsarbeit rausgibt, auch ausführen. Und Michael sagte das ja schon, was man auch in der Brandbekämpfung gelernt hat. Gerade auf Schiffen ist Geschwindigkeit das A und O. Wenn ich zu spät komme und der Brand sich ausgebreitet hat, dann kann ich mit bordeigenen Mitteln irgendwann nichts mehr machen. Dann kann ich nur noch von außen löschen. Und heutzutage würde das viel schneller gehen, dass wir sagen, Schiffsbrand, Feuerwehr, Hubschrauber raus, abwinschen und versuchen, den Entstehungsbrand zu löschen. Das ist die Chance, die man hat und die man nutzen muss. Und da sind wir in der Qualität, glaube ich, auch wirklich deutlich vorangekommen. Gab es denn für die Einsatzleitung eventuell Konsequenzen rechtlicher Art? Nein, rechtliche Konsequenzen sind mir nicht bekannt, weil man muss ja auch sehen, die damalige Einsatzleitung des Wasser- und Schifffahrtsamtes hat im Rahmen seiner Möglichkeiten gehandelt. Die Schiffe haben letztlich das meiste vor Ort selbst entschieden, weil sie auch am Geschehen dran waren. Da fehlte dann ein großer Stab im Hintergrund, wie der Havariekommando ihn jetzt abbildet. Es wurde ja rechtlich in dem Sinne nichts falsch gemacht. Man darf nicht vergessen, dass ich kann das immer nur wiederholen, es waren Stürme mit bis zu Orkanböen. Da sind einem in vielen Dingen da draußen einfach die Hände gebunden. Da kann ich nicht so frei agieren, wie wenn ich auf der Straße einen Unfall habe, wo ich ranfahre und in Ruhe meine Einsatzstelle absichere. Ich habe da damit mit Naturkräften zu kämpfen. Das ist nicht einfach. Und man muss ja auch sehen, dass ich da Besatzungen nicht in Gefahr bringe. Ich weiß noch, bei den Schleppversuchen, nachdem die Pallas aufgelaufen war, da wäre der eine Schlepper, ich hatte schon Grundberührung, wäre fast selber noch aufgelaufen, weil sie mit aller Macht versucht haben, da das Schiff nochmal wieder frei zu kriegen. Das sind wirklich gefährliche Situationen da draußen. Und ja, am Ende hilft nur Geschwindigkeit, stringentes Handeln. Und ich glaube, da sind wir wirklich einen Schritt weitergekommen. Ja, eine der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, ist ja die Gründung des Havariekommandos gewesen. Hast du gerade gesagt, ihr hattet letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Gibt es noch weitere Maßnahmen, die aus den Untersuchungen und als Resümee sich ergeben haben? Ja, das Notschleppen hat sich, denke ich, auch deutlich weiterentwickelt. Man hat jetzt sogenannte Towing Assistant Teams. Es waren bis zur Glorie Amsterdam zwei, eins für die Nordsee, eins für die Ostsee. Und das in der Nordsee war auch immer auf dem Schlepper Nordic stationiert. Da hat man dann eben auch festgestellt, dass man Probleme hatte, dass
Team vom Schiff, vom Schlepper runterzubekommen und auf den Havaristen zu setzen aufgrund von schlechtem Wetter, sodass man jetzt ein drittes Assistance-Team hat, was dann in Nordholz zusammenkommt bei Schlechtwetter und direkt von dort verflogen werden kann. Denn auf einem großen Havaristen habe ich immer noch die Möglichkeit, was abzusetzen, weil sie sich nicht so stark bewegt wie so ein kleiner Schlepper. Und so entwickelt sich das ganze System immer weiter. Auch bei der Pallas damals mit den gerissenen Stahltrossen und Polypropylenleinen, da hat man jetzt auch andere Systeme mit Reckern und stabilere Sachen, dass sowas vielleicht dann nicht mehr so leicht passiert. Man lernt ja aus jedem Einsatz dazu. Und auch aus der Gloria Amsterdam hat man gelernt, dass man jetzt ein Geschirr hat, um eine Kette aufzunehmen. Wenn einer am Anker vertreibt, wie das da der Fall war, der hatte Anker geschmissen, aber ist trotzdem einfach weitergetrieben, sodass man jetzt dann, da kommt man ja ans Schiff nicht mehr ran, jetzt kann man die Kette dann mit einem Haken aufnehmen und dann so eine Schleppverbindung herstellen. So entwickelt sich das System dann immer weiter von Schadenslage zu Schadenslage. Michael, du hattest ja gesagt schon, dass ihr eure Ausrüstung in Cuxhaven dann auch entsprechend angepasst habt. Es gibt den Abrollbehälter Schiffsbrandbekämpfung und entsprechende persönliche Schutzausrüstung. Wie sieht das denn mit der Ausbildung der Kräfte aus, die da an Bord gehen sollen von euch? Welche Ausbildung bekommen die? Was muss ein Schiffsbrandbekämpfer von der Feuerwehr mitbringen? Also neben der normalen Feuerwehrausbildung und Rettungsdienstausbildung, die wir dort fordern, die ja bei der Feuerwehr hier bei uns jedenfalls sowieso immer gefordert ist, gibt es spezielle Lehrgänge für den Bereich Schiffsbrand. Das geht los in der Seefahrtschule, wo die Jungs eine Woche lang sitzen und sich viele Dinge über Schiffe anhören müssen. Es ist extrem wichtig, Schiffspläne lesen zu können. Das ist nicht so ganz einfach. Da muss man sich mit befassen. Das wird da hervorragend gemacht. Dann gibt es in Neustadt ein Ausbildungszentrum, wo eine alte Fregatte liegt, wo man Feuer machen kann, wo man das, was man immer in der Theorie lernt, auch praktisch umsetzen muss. Auch da gibt es verschiedene Module, Anfängerlehrgänge bis zur Fortbildung, werden da viele verschiedene Sachen gemacht, extrem wichtig. Und an den Standorten selber haben wir hohe Standards, was wir an Stunden bringen müssen. Das müssen wir nachweisen, da müssen Tabellen geführt werden, damit wir sagen können, die Einsatzkraft hat ihre Ausbildung voll durchlaufen und erst dann ist sie auch einsatzfähig und darf an diesen Einsätzen teilnehmen. Die Sachen, die man anziehen muss. Wir sind damals losgeflogen. Wir hatten, weiß nicht, ob man das noch kennt, diese roten Jacken und blauen Hosen. Also richtig wie so ein Standardfeuerwehrmann in den 90er Jahren. So sind wir losgeflogen und haben uns einen Heli Hansen übergezogen. Und dann standen wir da in unserem Gummianzug, den wir nicht gebrauchen können. Und heutzutage ist das Material so umgearbeitet worden, dass wir immer noch Überlebensanzüge anziehen müssen, aber wir können unsere Hopfkleidung darunter tragen. Also es wurde alles ein bisschen umstrukturiert, um dann nachher ein vernünftiges Ergebnis und den besten Schutz für alle Einsatzkräfte Stand heute und jetzt natürlich leisten zu können. Es gibt ja noch einen zweiten Standort zur Ausbildung neben Neustadt in Wilhelmshaven. Gibt es ja diese Schiffsbrandbekämpfungsübungsanlage des Landes Niedersachsen. Nutzt ihr die auch? Genau, auch an diesen Lehrgängen nehmen wir teil. Das ist auch ein Punkt, den wir hier durchlaufen müssen. Und das eine baut sich auf das andere auf. Also auch in Wilhelmshaven sind wir und arbeiten wir. Und nicht nur auf Schiffen, das hatte ich eben noch ganz vergessen, sondern auch das Hubschrauberfliegen muss trainiert sein. Man kann nicht einfach so in einen Hubschrauber steigen und hängt sich dann irgendwo an eine fingerdicke Leine und springt da raus bei Wind und Sturm. Das muss man trainieren. Genauso wird trainiert, sollte dieser Hubschrauber mal runterfallen. Das ist ja auch möglich. Der fällt ins Wasser. Was ist dann? Da fahren wir auch in ein Trainingszentrum nach Engelsande. Dort wird so ein Ausstiegstraining durchzogen. Das sind ganz viele Sachen, die wir hier leisten müssen, bis man wirklich so weit ist, dass man Teil dieses Teams sein kann und darf und dort rausfahren kann. Heute ist ja alles anders geregelt. Deswegen wollen wir zum Abschluss des Gespräches da nochmal drauf kommen. Jens, eine der Folgen aus dem Pallas-Unglück war ja 2003 die Gründung des Havariekommandos. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was genau ist das Havariekommando und was macht es? Das Havariekommando hat ja so einen schönen langen Titel, gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer. Aber genau da liegt eben auch
das Gute im Havariekommando, wir haben auf See unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden. Für die Bundeswasserstraße, für die Seewege ist das Verkehrsministerium des Bundes zuständig. Für die Reinhaltung des Gewässers innerhalb der 12-Seemeilen-Zone sind die Länder zuständig, das heißt Schadstoffe zu entfernen, aufzunehmen. Für die Brandbekämpfung sind grundsätzlich die Länder zuständig, aber der verkehrsbezogene Brandschutz in der Schifffahrt ist dann wiederum auch Bundessache, sodass wir da eine große Gemengelage an überlappender Zuständigkeiten haben. Und diese wurden letztlich aufgelöst durch die Havariekommando-Vereinbarung, die die Einrichtung des Havariekommandos beschreibt. Und es gibt dazu noch eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Bekämpfung von Meeresverschmutzung, wo die ganzen Schadstoffsachen dann mit eingefangen werden. Und im Havariekommando haben wir somit dann vom Maritimen Lagezentrum, unserem Fachbereich 1, wo alle Meldungen eingehen, wo die ganzen Meldesysteme verwaltet werden, über den Fachbereich 2, der sich dann mit der Bekämpfung von Schadstoffen auf hoher See, mit Notschleppen, Chemikalienunfallbekämpfung beschäftigt, der Fachbereich 3, der die küstennahe Schadstoffunfallbekämpfung, Uferstrandreinigung hat, Fachbereich 4, Brandbekämpfung, Verletztenversorgung auf See, na, und dann natürlich auch noch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sodass wir die ganze Palette möglicher maritimer Schadenslagen hier eben auch gebündelt mit Fachexpertise abbilden können im Havariekommando. Wie viel Beschäftigte hat das Havariekommando? Das Havariekommando hat jetzt, ich glaube, wir müssten jetzt die 50-Personen-Marke geknackt haben, wovon aber 7 Personen auch im Schichtdienst im Maritimen Lagezentrum unterwegs sind. Und die anderen Kollegen verteilen sich dann auf die Fachbereiche. Wir gehen hier durchgängig Rufbereitschaft, sodass wir Tag und Nacht, Wochenende jederzeit den Stab hier besetzen können, um eben sofort auch Einsätze abarbeiten zu können. Arbeitet ihr die denn mit eigenem Personal ab? Also sind eure Leute auch direkt, sage ich mal, an der Front, in Anführungsstrichen? Das Havariekommando selbst mit seinen Personen handelt in sogenannter Auftragstaktik. Das heißt, wir bilden hier den Stab und greifen auf die Schiffe und Einheiten anderer Behörden zu. Das heißt, wenn ich Aufklärung brauche, polizeiliche Verfolgung, da gehe ich zur Bundespolizei, erteile den Auftrag, oder Wasserschutzpolizei, habe ich eine Zollfrage zum Zoll. Unsere ganzen großen Mehrzweckschiffe laufen unter der Ägide der Wasser- und Schifffahrtsämter. Die bekommen dann von uns den Auftrag, die Schadenslage abzuarbeiten. Das heißt, es ist eine Auftragstaktik. Wir greifen auf die vorhandenen Mittel zu, sei es auch Seenotrettung, Feuerwehren. Das geht alles dann in Auftragstaktik. Das wird hier dann auch alles geübt. Wir schreiben hier im Havariekommando in unserem täglichen Leben die ganzen Konzepte für solche Schadenslagen. Wir organisieren die ganzen Übungen, Ausbildung für diese Schadenslagen, sodass dieses Zusammenspiel dann im Einsatzfall auch eben möglichst reibungslos klappt nachher. Wenn so ein Unglück wie der Pallasbrand heute passieren würde, kannst du mal skizzieren, wie der Ablauf wäre? Also das Ding würde vor Dänemark brennen, treibt auf deutsche Gewässer zu. Ihr erfahrt davon. Und wie läuft es dann? Also wir würden auf jeden Fall sofort jemanden vor Ort hinschicken, die Feuerwehr, um zu erkunden, ob da noch was möglich ist, ohne lange zu warten, ohne irgendwelche Grenzübertritte abzuwarten. Wir haben ja trilateral, bilateral, europaweit Vereinbarungen in unseren Nachbarstaaten. Das heißt, gerade auch mit Dänemark ist die Zusammenarbeit in der Beziehung auch weitergegangen. Das heißt, man würde sich viel schneller informieren und könnte dann auch viel schneller handeln. Das, denke ich mal, ist auch so, dass der Kern unseres Havariekommando-Geschäfts ist. Das will nicht heißen, dass so eine Pallas nicht normal passieren kann. Da braucht man jetzt auch sich nichts vorzumachen. Schwierige Situationen kann es immer geben. Und wenn ein Brand schon so weit fortgeschritten ist, dass Michael mit seinen Jungs nicht mehr an Bord kommt, könnte Ähnliches wieder passieren. Das kann sein. Das ist bei Unfällen so. Die sind nicht vorhersehbar, wie es passiert. Bei der Lisco Gloria haben wir es 2010 gesehen. Da kann man froh sein, dass die Menschen noch alle vor Bord gekommen sind. Da hat sich das Feuer so schnell ausgebreitet, da konnte man an Bord auch nicht mehr löschen. Nur noch von außen mit all den Problemen, Löschwasser eindringen, Schräglage des Schiffes, wie lange kann ich sowas machen, ohne den Kahn da zu versenken. Wir sind sicherlich deutlich besser geworden, aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen, dass Wind und Wetter einem auch manchmal einen Strich durch die Rechnung machen können. Gab es seit der Gründung des Havariekommandos vergleichbare Einsätze wie den bei der Pallas? Es wäre jetzt etwas sprengend, den Rahmen, das hier alles aufzuzählen. Ich habe mal nachgeguckt, 93 Schadenslagen seit Gründung des Havariekommandos abgearbeitet. Da ist alles dabei, vom Brand, Festkommer, Notschleppen, Verletzte auf Windkraftanlagen, Ölaustritte. Also es sind schon sehr viele Einsatzlagen, die wir zum Glück erfolgreich abgearbeitet haben bis heute. Welche von diesen Lagen hat euch denn am meisten beschäftigt? Und was war da passiert?
Emotional beschäftigt hat einen tatsächlich die Lisko Gloria sehr stark, weil das war schon eine sehr knappe Kiste. Das irgendein Kühlaggregat beim LKW auf dem Wagendeck hat angefangen zu brennen und der Brand hat sich so schnell ausgebreitet, dass es gerade noch gelungen ist, die Leute alle von Bord zu holen. Ein Bundespolizeischiff und auch nachher die Fähre hier, Puttgarden-Rødby, die sind da sofort hingelaufen und konnten die ganzen Menschen wirklich innerhalb kürzester Zeit abwägen. Da waren Schulklassen an Bord. Wir haben nachher noch Dankeschreiben hier gekriegt. Das ging einem schon echt nahe, weil da merkt man erst mal, was gerade so, wenn viele Passagiere auf so einem Schiff sind, wie viele Menschen auf einmal in Lebensgefahr wirklich sind und was da auch schiefgehen könnte theoretisch. Aber da ist zum Glück noch mal alles gut gegangen. Das war so ein Unfall, der mir wirklich noch sehr stark in Erinnerung ist. Was war die Lisko Gloria für ein Schiff? Das war ein Roll-on-Roll-off-Schiff. Das heißt, es hatte Passagiere an Bord und Fahrzeuge, also PKWs und LKWs, so eine Fähre eben, ne? Was mich jetzt noch mal zum Abschluss interessieren würde, was wurde eigentlich aus dem Wrack der Pallas? Das kann man da immer noch besichtigen, das liegt da noch. Das Wrack wurde ja am Ende des Falles, hatte ich vorhin ja schon mal kurz erläutert, mit diesem Solidur verfüllt. Man hatte dann sogar noch Sand und Steine in die Laderäume gepackt. Die hat der blanke Hans aber nach ein paar Jahren auch wieder rausgehauen. Aber die letzten Stahlstücke gucken da noch aus. Es ist irgendwann nicht mehr weiter eingesackt, so relativ stabil geblieben. So der Buckel oben, der rostige. Wenn man auf Amrum am Strand sitzt mit dem Fernglas und es ist gute Sicht, dann kann man das noch finden, das Wrack, bei Niedrigwasser. Jens, Michael, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. War wieder sehr informativ und wir haben einiges erfahren, was wir vorher noch nicht wussten. Danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Und das war's schon wieder bei Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare oder schickt sie per Mail an redaktion@feuerwehrmagazin.de. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tschüss!